Fragezeichen liebe. Okay, wir sind Aiden. Aiden? Sie sagt ja Aiden dazu. Ah ja, das ist ja diese komische Autosteuerung hier. So, der schläft. Ich werde mal jetzt hier keinen wecken. Huch. Also ich könnte hier Sachen bewegen. Okay. Da ist ein Koffer. Da ist eine Tasche von ihr, glaube ich. Hoffe ich, denke ich, nehme ich an. Ich steuere immer den Fußboden an. Ihr dürft euch da bei mir nicht wundern, ja? Die Steuerung ist wirklich ekelhaft. Vielleicht kann ich sie damit wecken. Es reicht, Aiden. Lass mich schlafen. Oh, Entschuldigung, ich dachte. Ich will die anderen Leute eigentlich nicht ärgern. Keksi, Hallöchen, wie geht's dir? Und ja, du hast recht, das ist ein sehr schönes Spiel. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören, wenn ich so rede. Oh je, warten die auf mich? Also auf... Jetzt müssen wir sie doch deutlich doller wecken. Ugh. Los, wach auf, wach auf, wach auf. Ich hab doch gesagt. Ja, genau, genau. Wie verstecken wir sie jetzt? Wie verstecken wir sie jetzt? Okay, Chad, dann ist alles gut. Guten Abend. Routine-Check. Alle ihre Ausweise, bitte. Kann ich mich entscheiden, dass sie einfach sitzen bleibt? Ma'am, zurück auf den Platz, bitte. Scheiße, das ist sie! Nein, 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 nein. Oh, bitte. Quicktime-Events, ich bin nicht bereit. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Oh, ich hätte hochspringen müssen. Ich bin noch nicht bereit. Ich spiele seit 5 Sekunden. Was soll das? Ja, ich weiß auch nicht. Ich stehe mir einfach nicht im Weg rum. Was für eine Action. Okay, schlechtes Fenster. Schnell ein. Das Fenster. Ich bin dabei. Dann let's go. Nein, 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 nein. Lass mich los, lass mich los, lass mich los. Ich hab geschlagen, ich schwöre, ich hab geschlagen. Ich krieg das nicht geschissen mit diesen Quicktimes. Sie sind umstellt! Aufmachen! Nix da. Ein ganzer Speck, der wabbelt.
bin doch ganz kalt. Hätte ich gestern bloß nicht an dieser Stelle ausgemacht. Oh, shit. Ich mach das niemals richtig. Immer in die Richtung, wie ihre Arme gehen. Immer in die Richtung ihrer Arme. Ach, das war nach unten? Das war... Ich kann das nicht, Leute. Ich kann das nicht. Es tut mir leid. Gib mir Quicktime-Events mit Pfeilen, aber doch nicht so eine Soße. Mein Gott. Oh, mal ganz kurz atmen. Mal ganz kurz atmen. Herrgott. Ich habe ja gestern an dieser Stelle ausgemacht. Ich hätte nicht gewusst, dass das so losgeht. Ne? Ich war so eingerostet gerade. Es tut mir voll leid. Miese Polizisten, naja, es ist halt so eine Sache. Sie ist halt gefährlich, was Besonderes, untersteht der Regierung. Sieht natürlich doll zugerichtet aus hier. Ja, ich weiß. Wir müssen hier weg, bevor sie zurückkommen. Nice to know. Erstmal durch den Regen. Hi, hi. Zum Thema, man geht nicht so auf ein Mädchen los. Die arbeitet für die CIA. Die ist richtig trainiert. Ich mach das schon die ganze Zeit. Schon wieder Quicktime-Events. Ich weine. Alter. Ich sehe halt nichts. Warte, kann sie nicht drüber? Der sah so niedrig aus. I'm so sorry. Ja, ich bin hochgefährlich. Ich habe früher Nintendo 64 Pokémon gespielt. Ich kann das. So. Nicht so sehr, wie ich das kann. Da ist ein Weg. Ich sehe auch nichts. Sehr düster. Na, vielleicht sollte ich nicht auf die Lichter zurennen. Okay. Gemerkt. Ich renne gerade auf die Hunde zu.
Laufe ich hier richtig? Ich glaube nicht. Oh Gott, Quicktime. Wie werde ich diesen Hund los? Ich will nicht mit Hunden kämpfen. Ich habe doch auf ihn zugehauen. Es tut mir leid, Hundi. Ich bin im Stress. Es tut mir leid, kleiner Hund. Es tut mir sehr leid. Okay, ich weiß ehrlich gesagt auch gerade nicht so genau, wo ich hinlaufe. Weil ich nicht sehen kann. Das Licht. Hör doch mal auf, die Kamera so hektisch zu drehen. Schätzt, seht ihr was? Ich sehe nichts. Wo soll ich denn hinlaufen? Ach so, wir gehen jetzt klettern. Natürlich. Das war falsch, weil ich nervös bin. Ich hab... Wie schnell soll ich drücken? Ja. Wir brauchen mehr Licht hier drüben. Ich sehe überhaupt nichts. Ich bin nicht gut in sowas. Ich bin nicht gut in sowas. Oh nein, ich soll gedrückt halten. Okay. Ist was zu sehen? Nein, ich bin ein Stein. Nichts außer Fels und Geröll. Ja, und da hoch schafft sie es im Leben nicht. Ja, natürlich nicht. Scheiße! Sie ist uns entwischt! Travis! Wir brauchen die gottverdammten Hunde! Sofort! Ja, das war falsch. Nochmal. Das Spiel ist gerade ein bisschen graulastig. Das ist gewollt so. Kann ich Aiden kurz losschicken? Okay, dann nützt mir nichts, offensichtlich. Mach schon, Aiden. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, was ich hier machen soll. Jemand. Das ist perfekt. Okay, was soll ich jetzt machen? Das Motorrad steht hier. Vielleicht soll ich den Polizisten sagen, dass sie weggehen sollen. Mal schauen. Irgendein Auto wegfahren? Wahrscheinlich. Damit sie durchkommt. Was machst du denn?
Ich hab doch X gedrückt. Oh, jetzt soll ich Motorrad fahren. Ich hoffe, sie steuert alleine. Ich hoffe, sie steuert alleine, Chat. Oh ja, okay, okay, sie steuert nicht alleine. Ah! Hoffentlich kommt hier kein Gegenverkehr. Ich kann nichts sehen. Ah, okay, jetzt ist es eine Sequenz. Oh, ich muss trotzdem R2 gedrückt halten. Wusste ich natürlich. Und ich muss trotzdem steuern? Ist ja ein bisschen anstrengend. Licht raus, wir müssen das hin. Oh nein. Was ist das da vorne? Oh nein. Yo. Halte die Position. Ich muss jetzt etwas Schlimmes tun, oder? Wir fahren direkt durch. Bist du bereit, Aiden? Ja, total. Es geht los. Über, okay. Ich sagte, Feuer einstellen! Fast sperre Tango. Ein Durchbruch. Ich wiederhole, Sperre durchbrochen. Wir fährt nach Bakertown. Gib Gas, Mausi. Ich wusste nicht, dass ich die ganze Zeit R2 gedrückt halten muss. Entschuldigt bitte. Oh Gott. Gruppe 3, in Position! Sie sind umstellt. Ergeben Sie sich, dann wird niemandem etwas passieren. Sie wollen Ärger haben? Dann sollen Sie ihn kriegen. Zeig, was du kannst, Aiden. Nicht die Autos. Okay, ich soll denen keine Angst machen. Ich habe mich immer schon. Ich drehe mich immer aus Versehen, ne, wenn ich den falschen Knopf drücke. Aber. Nein, 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 nein. Ich wollte nicht, dass du dich umbringst. Kann ich das abbrechen? Kann ich nicht. Sie töten mich, Aiden. Du musst sie aufhalten. Komm ich da hin? Nee. Zum Helikopter komme ich nicht.
Ich jag die ganze Tankstelle hoch. Das ist nicht verkehrt. Wir können hier nicht einfach nur so rumstehen. Ich will's auf jeden Fall nicht kriegen. Wir müssen was unternehmen. Einen verdammten Krankenwagen. Ich entwickle mich hier gerade zur Mörderin. Was da kommt? Sie gibt nicht auf. Sie hat ihn getötet. Mich jetzt da hoch? Nee. Die sind überall. Hilf mir ein. Verdammt, hilf mir. Ja, ich überlege ja noch. Wenn sie nicht drauf gehen. Stopp sie! Los! Aiden, sie kommen. Du musst sie mehr vom Leib halten. Ja. Von der Tür hast du noch nicht einmal was gesagt. Ich komme auch nicht mehr raus, okay? Aiden, schnell! Du musst sie ablenken. Sprengen die Autos. Ach, kann ich jetzt doch wieder raus? Ich bin doch dabei! Gebe mir die allergrößte Mühe. Sie haben mich gleich! Komm schon, Aiden, hilf mir! Aber willst du mich verscheißen? Was soll ich denn noch machen? Sie kommen gleich rein! Los, du musst dich stoppen! Ja, irgendwas mache ich hier. Was, ja, kann ich jetzt in den Hubschrauber? Yippie, yay. Oje, oje, oje. Feuerwerk. Sie sieht so böse verwundet aus. Sagen Sie, Sie sollen mich gefälligst in Ruhe lassen. Denn das nächste Mal werde ich Sie alle umbringen. Haben wir Sie nicht alle umgebracht? Ich... Komm, Aiden. Ich glaube, Sie haben es kapiert. Erstaunlich, was sie alles anrichten kann. Wenn sie will. Ich hätte nicht mein Trinken. Da unten. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich nehme mal kurz was zu trinken dazu. Das Zugdach erreicht haben tatsächlich nur 66%. Oder halt über die Toilette. Wahrscheinlich sind die anderen über das Fenster gegangen. Mit dem Motorrad entkommen. Ich hätte mich auch erwischen lassen können, scheint so. Im Wald entkommen, im Zug entkommen, die Stadt verwüstet. Ich wüsste gerne, wie man die Stadt nicht verwüstet, wenn ich ehrlich bin. Erstmal durchatmen. Ich habe halt null damit gerechnet, dass gleich der nächste Abschnitt so turbulent wird. Ich glaube, sonst hätte ich gestern noch... Also ich wollte ja gestern eh weiterspielen, aber... Wir nehmen das mal so hin. Winter. Benny, hi, schön, dass du da bist. Die Schoki vom After Eight hängt mir noch ein bisschen zwischen den Zähnchen. Ich weiß, eine Info, die ihr nicht braucht, aber... Thank you.
Okay, wir leben also inzwischen auf der Straße. Sie sieht ganz schön blass und heruntergekommen aus. Sie sieht müde aus, sie sieht erfroren aus. Was ist unser Plan? Ui, kann ich die vertreiben? Die sind ja überall um sie herum. Ich kann die aber nicht vertreiben. Wahrscheinlich, weil es ihr so schlecht geht. Geiern sie um sie herum. Und wenn es ihr schlecht geht, dann ist Aiden bestimmt auch nicht so stark wie sonst. Könnte ich mir vorstellen. Echt? Sie hat echt noch Geld für ein Telefonat? Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Sag mir doch, wo du bist. Ich komme. Ich komme jetzt sofort, Jody. Jody! Milly, danke für dein Prime-Sub. Okay. Also, ich nenne ihn mal Ziehvater. Zudem hat sie halt immer noch eine ziemlich... Bin ich auf dem richtigen Weg? Eine ziemlich intensive Bindung, zumindest von sich aus. Ich weiß nicht, wie es von seiner Seite aus ist. Ich bin mir da nicht so sicher. Nachdem er sie bei der Umarmung, als er versprechen musste, dass diese Monster nicht nochmal kommen. Oh je. Kann ich die vertreiben? Und wir brauchen Hilfe hier hinten. Hey. Was war das, verdammt? Reagier doch mal, hilf doch mal dem armen Mädchen hier. Hilfe! Bitte raub mich nicht aus. Bitte hilf mir. Bitte hilf ihr.